Diese Sendung wird präsentiert von Bell. Mit Unterstützung von A. Vogel Herber Mare. Mein Salz, mein Geschmack. Das härteste Kochduell der Schweiz. Zwei Jungköche treten im Beef Club gegeneinander an. Mit drei vorgeschriebenen Zutaten, welche sie erst zu Beginn des Kampfes erfahren, müssen sie in nur einer Stunde ein Menü kreieren. Fleisch spielt dabei die größte Rolle. Man soll das ganze Tier verwerten und nicht nur das Filet, sagt Bell-Fleischfachmann Yves Vogt. Die Punkterichter Andrin Willi, Chefredaktor des Marmit Magazine, Foodbloggerin Zoe Torinesi und Spitzenkoch Jackie Donuts beobachten jeden Schritt der beiden Kandidaten. Nur einer kann als Sieger des Abends hervorgehen. Willkommen auf dem Sulzer Areal in Winterthur, unserem Kampfplatz für einen weiteren Beef Club Beef Fight. Heute lassen zwei Köche ihre Füße fliegen. Die beiden Anwärter für den Sieg sind stark klar, um zu zeigen, was sie können. Die Blauecke beansprucht den 33-jährige Küchenchef mit venezolanischen Wurzeln, den Rike Isler! Ich arbeite zurzeit in Gran Casino Baden als Executive Küchenchef. Mein Kochstil würde ich bezeichnen als eine gutbürgerliche Schweizer Küche mit mediterranen Einflüssen. Ich bin heute, weil ich mit Passion koche. Sein Gegner in der Roten Ecke hat schon mit seinem eigenen Restaurant in der Ostschweiz den ersten Volltreffer gelandet. Ein tosender Applaus für den 30-jährigen Orlando Rode! Ich arbeite in der Trauben Multi Gossau. Da habe ich im Dezember übernommen mit zwei Kollegen zusammen. Dort bin ich auch als Küchenchef, Koch, aber eben auch als Geschäftsführer, als Mädchen für alles. Ich gewinne den Battle, weil ich versuche, aus dem Unmöglichen ein Mögliches zu machen. Ein Duell mit Händen und Füßen, im wahrsten Sinn des Wortes. Bevor wir aber zu viel verraten, legen wir los mit euren Hauptzutaten, die ihr euren Gericht zwingend einbauen müsst. Erste Zutat: Wakame-Algen. Zweite Zutat: Pecorino. Der Pecorino, geil. Mit dem Käse kann ich etwas Cooles machen. Fehlt nur noch Zutat 3 und die präsentiert unser Fleischfachmann, der Yves Vogt. Auch unsere dritte Zutat kommt aus dem Wasser, der Kalamar. Er stammt aus nachhaltigem Fischfang aus dem Atlantik. Auf den Azoren wird der Kalamar von einer kleinen Fischerei traditionell an der Leine gefangen. Er hat 10 Tentakel, die alle voll mit Saugnäpfen sind. Die meisten kennen den Tintenfisch als panierte, frittierte Ring, weil die Calamaris auf den Teller kommen. Aber auch gefüllt ist er eine wahre Delikatesse. Ich bin gespannt, was ihr beide daraus macht. Puh, Scheiße, das wird schwer. Für diese Aufgabe braucht ihr neben euren Füßen auch ein bisschen Kalkül. Denn ihr kämpft nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen die Zeit. Für euer fischiges Zweigang-Menü dürft ihr alles verwenden, was ihr in dieser Stunde am Set findet. Kämpft mit harten Bandagen, aber kämpft fair. Fight! Machst du das zum ersten Mal? Nein. Nein, das sieht man, dass er das nicht zum ersten Mal macht. Leck dich da schnell! Es hat mich extrem beeindruckt, auch wenn der Kalmar auseinandergenommen hat. Und wenn du dann zugeschaut hast, warst du so die Ruhe in Person. Wo hast du das gelernt, so den Fisch auseinanderzunehmen, den Kalmar? Mit meiner Großmutter. Ah ja? Ja, meine Großmutter kommt ursprünglich aus Spanien, aus Barcelona. Und wo wir klein waren, haben wir das sehr oft gemacht. Ich habe es mal gesehen, das ist etwas, was er könnte. Das ist gemein. Der Olo ist total schockiert. Olo, wie sieht es bei dir aus? Ist der Kalmar dir auch schon in die Wiege gelegt worden? Nein, gar nicht, ehrlich gesagt. Es kommt etwas Neues, aber du, Challenge accepted, oder? Hey, du nimmst sonst den Kalamare, den ich schon putzt habe. Ja. Der ist da drinnen. Nein, wir machen den ganzen, oder? Come on. Sonst wärst du beschissen. Nein. Es ist schon schwieriger, in der Ostschweiz so einen Kalamare zu finden, gell? Ja, ist es so. Mein erstes Gericht ist ein orientalischer Couscous mit sortierten Tintenfischtentakel und orangen Schuhe oben drauf. So, ich denke, ich mache jetzt hier ein kleines Akramisalötchen, ein bisschen
Asian-Style, ein bisschen mit Soja und leichte Süße mit Honig und Äpfel. Den Tag lang denkt man dann ein bisschen scharf anbraten, auch ein bisschen asiatisch, ganz leicht, ein bisschen drauf, so als Vorspeisli. Also Algen sind extrem vielseitig. Algen kann man als Gemüse einsetzen. Man kann es aber auch als Würzzutat einsetzen, für einen Fisch zum Beispiel, als Beet. Jetzt koche ich den Couscous schnell kochen und jetzt ziehe ich ihn einfach ziehen, damit er einfach kalt wird. Aber du kannst mir sicher zeigen, wie. Du hast das so gut gemacht. So, jetzt gehen wir mal schauen, wie das läuft. Als erstes tun wir den Fisch dann wirklich rausziehen. Rausziehen? Genau, Vollgas. Schön, dass er mir auch beim Calamari hier hilft beim Auseinander. Ich habe das noch nie gemacht. Und jetzt würde es das wie wenn man Leber tut. Ja, und Leber. Genau so. Ich denke, alleine in der Küche hast du keine Chance. Und es ist unheimlich wichtig, dass man einfach im Team arbeiten tut. Und das ist eine Grundregel, die ich selber auch jeden Tag auslebe. Dankeschön, danke, großer Applaus. Kiko, 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 Kiko. Fair, ne? Mega. Fair. Oh, zeig mir das Tuch! Zeig mir die Lieblings! Ja! Bam! In der zweiten Gang habe ich geplant, Tagliatini alla Carbonara vom Tintenfisch. Wenn ich ihn jetzt vorsichtig wie anfriere, oder, kann ich ihn nachher wesentlich besser und exakter schneiden. Im Hauptgang tun wir Calamari füllen, mediterranisch, machen Risotto dazu, vielleicht mit ein Hokkaido-Kürbis und schön Pecorino natürlich zum Risotto. Da wird eine leckere Sache. Wir müssen es scharf anbraten und im Ofen langsam ziehen lassen. Wir haben die Halbzeit. Enrique und ich haben ganz verschiedene Kochstil. Das ist etwas komplett anderes. Da, ich mache jetzt die Sauna. Die Sauna? Ja, das habe ich die Steine auf 180 Grad geheizt. Dann setze ich da hier für den Geruch. Hast du schon mal so eine Sauna im Foodbereich gehabt? So ein Scheiß. Hast du schon mal eine Sauna im Foodbereich? Was? Eben gesehen. Der erste Teil für den Enrique. Schön. Wow. Wirklich das? Du könntest als Sauna eben. Die Steine sind ja heiß. Oder kann man da? Was ist jetzt das für das Öl? Das ist Orangensaft, ganz normal. Und dann gibt es einfach dieses. Es sind sortierte Calamaris, einfach ganz normal gewürzt mit dem Wackermesserlauf. Dazu habe ich einen orientalischen Couscous gemacht und eine kleine Sauna. Darf ich mal, wenn ich einfach ein bisschen Wasser drauf tue, dann so könnte es so. Also, wir haben jetzt genial angegriffen. Wunderschöne Farbe, wunderschöne Teller gewählt. Müssen wir nicht diskutieren. Müssen wir nicht diskutieren? Nein, wir nicht diskutieren. Zitrone ist gut. Mm. Und Weiberi? Super. Wie er auch bei der Vorspeise den Geschmack noch überbracht hat, mit seinem Räuchern. Von den Orangen mit den Steinen und allem drum. Das ist spektakulär. Das ist moderne Küche. Hat da noch Knoblauch drin? Oder? Ja, ich liebe Knoblauch. Der Tintenfisch ist brutal. Sorry. Die Kombination Vorspeise mit den Wakame-Algen, mit dem Couscous und mit den Tentakeln war frisch, war balanciert, war nivelliert, war schlicht und einfach perfekt. Für Orlando. So, Mesdames et Messieurs, etwas zu tun müssen wir auch nicht. Wir dürfen zuerst einmal schliessen, damit auch alles hier in Eis ist. Dann haben wir einen kleinen asiatischen Wakame-Salat, ein bisschen Löffel drin für Süß-Sauri, ein bisschen Honig. Dann ein Pulpau, ein bisschen asiatisch mit Sojasauce und Sesam und so gemacht. Guten? Danke. Das ist auch schön. Auch schön. Er hat mega so aus Schikalen reingebracht. Ganz etwas anderes. Total. Ich finde, es hätte ruhig noch etwas mehr drin haben. Es war ein bisschen wenig für das grosse Glas. Und es war auch ein bisschen rustikal für das Thema.
Ja, man ist schwach, man hat so viel, viel Algen. Der Wakame-Algensalat hat er sehr explizit serviert. Das heisst, es war wirklich auch spürbar gewesen. Die Zutat ist im Vordergrund gestanden. Und das hat mich gut gedacht. Der Risotto Reis, wenn du mal ein bisschen cremiger. Wenn ein Italiener da wäre und gesehen hätte, wie er Risotto gemacht hat, dann hätte ihm den Kopf abgeschnitten. Es kommt nie ein Rahm in ein Risotto rein. Und ab und zu ein bisschen Rahm schadet nichts. Mir hat es das nicht gestört. Als ich die Tagliarini für den Carbonara gegart habe, habe ich nicht gedacht, dass sie sich so extrem zusammentun. Und anstatt den Tagliarini habe ich Fusilli bekommen. Zweiter Teil von Enrique. Calamari Fusilli alla Carbonara. Der Teller ist kalt. Ja. Das ist in Italien wie in Italien, ist alles kalt. Das war hervorragend, auch vom Würzen her, der Speck, den er dazu hat. Er hat richtig Carbonara gemacht. Das muss ich besser machen. Die Fusilli, die er gemacht hat, aus dem Kalmar raus, so simpel mit der Carbonara, so straight, so mutig und so gut mit dem Pecorino. Einfach perfekt. Ah, das Pecorino. Da haben wir als Parmesanersatz in Risotto rein. Also geil, kann es nicht passen, oder? Zweite Teile von Orlando! So, ich habe es versucht, den Tintenfisch zu füllen. Der Risotto ist mit dem Pecorino drin, ein bisschen Okraiden-Kürbis, alles ein bisschen Farbtüpfeli, ein bisschen frisch und mediterran. Ein gutes Miteinander. Danke vielmals. Ein riesiger Teller und sehr schön angerichtet. Wir könnten jetzt vielleicht monieren, dass der Teller zu gross ist, aber ich finde es eigentlich wirklich schön. Geschmacklich sehr und sehr zäh noch gummig. Das ist sehr gut, der Risotto. Sehr gut, aber zu al dente. Herzliches Kompliment euch beiden. Grossartig, es hat riesen Spass gemacht, um euch zuzuschauen. Ich wäre am liebsten mit lernen von euch. Bei dir, Enrique, du hast natürlich zwei Sachen kombiniert, die ich liebe. Einerseits Wellness mit deiner Sauna und Essen. Hat sehr gut gepasst für mich, ist nicht overloaded gewesen, überhaupt nicht. Bei dir, Orlando, das Glas hat für mich jetzt noch ein bisschen mehr gefüllt, es hat recht wenig drin gehabt. Wenn sie weggemäht, wenn ihr euch das Wasser rein tut und ihr noch ein bisschen mehr Geschmack verloren hätte, und der vor dem Salzigen, dann wäre es viel besser gewesen. Ja. Enrique, du hast auch sehr klassisch präsentiert. Ich habe die Tellerwahl sehr schön gefunden. Für mich ist jetzt die Carbonara, ich als Norditalienerin, nicht mit Pasta, sondern mit Fisch, ist jetzt nicht unbedingt mein Ding gewesen. Die Idee ist natürlich perfekt gewesen. Und du hast von Tagliatelle erzählt, wenn der so frisch ist, dann rollt er sich. Ja. Im Schluss sind sie im Grunde noch Fusilli, oder? Ja. Beim zweiten Gericht, Orlando, ist mir aufgefallen, dass ein riesiger Teller hatte und eine kleine Portionengröße. Das ist ein Hauptgang. Sepia wäre jetzt in diesem Risotto nicht denkbar gewesen. Muss selbstverständlich, ja. Aber einfach nicht wollen machen oder Angst ist gehabt, zu irgendwie Untergang, eben, ist einfach irgendwie. Und den Hauptspeis habe ich eigentlich richtig schön präsentiert gefunden. Mir hat das gefallen mit dem grossen Teller, der viel Platz hat. Und du hast so eine kleine Präsentation drauf gemacht. Noch einen grünen Eyecatcher drauf. Hat mir sehr gut gefallen. Was du gemacht hast, hast du das falsche Stück noch zum Füllen. Wenn du mit dem vorderen Teil genommen hast, hast du es aufschneiden können. Hättest du einfach füllen können. Dann wäre es perfekt gewesen. Vielen herzlichen Dank euch beiden für die tollen Gerichte. Dankeschön. Ich habe das Gefühl, dass mein Hauptgang etwas aufwendiger war. Ich hoffe, das wird ein bisschen berücksichtigt. Dann denke ich, eine sehr gute Gewinnchance. Der Moment ist gekommen. Ich brauche eure Entscheidung, liebe Punktrichter. Der Gewinner vom heutigen Beef Club, Beef Fight, kommt aus der blauen Ecke, der Enrique Isla! Nächste Woche im Beef Club. Picasso, jawohl. Ich will auf den alten Mann los. Verrückt, Captain.
Mach mit beim Beef Club Wettbewerb und gewinne einen Beef-Gutschein von Bell im Wert von 500 Franken. Wie viele Tentakeln hat ein Kalamar? A. 1, B. 10. Sende eine SMS mit dem Kennwort Beef A oder Beef B und deine Adresse an die Zielnummer 920. Eine E-Mail an beefclub@sat1.ch oder ruf uns an unter 0901 560 061. Jeder Anruf und jede SMS kostet 90 Rappen. Diese Sendung wurde präsentiert von Bell. Mit Unterstützung von A. Vogelherber Mahre. Mein Salz, mein Geschmack.